Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die... Mathilde. Mathilde, futterst du gerade was oder was? Ja, ein Duplo. Oh, guck mal, eine Ameise auf hier so ein Blatt. Also du gehst auf der falschen Stelle raus für das, was wir vorhaben. Ich hab vergessen, was hat man vor? Dann komm mit mir. Nee, dann esse ich einen Würfel. Wir wollen die Markierung beim Steinhaufen. Oh, oh. Gesundheit. Danke, ich bin fertig. Wir wollen die Markierung am Steinhaufen-Gipfel abschließen. Ach, ich habe hier noch Zeug hier. Aber kein Essen. Ne? Wir brauchen Sprössling, Pflanzenfaser und Kleeblatt. Sollten wir mitnehmen. Ich verstehe nur die Hälfte, wenn du da dir was futterst. Ich sehe gerade, ich muss meine Rüstung reparieren. Sprössling, Pflanzenfaser und Kleeblatt. Aber ich habe gleich alles bis auf das Kleeblatt. Na, okay. Aber wir werden hoffentlich einem Kleeblatt über den Weg laufen. Bestimmt. Und wie immer fangen wir an, wenn es dunkel wird. Ja, uns wäre es langweilig. Ich habe auch zwei Fackeln. Ach Mist, ich müsste nachher noch Rüstungskleber machen. So. Nämlich noch eine Portion Dörrfleisch. Oder auch nicht. Da hängt doch was dran. Also, das ist roh. Ach so. Dann nehme ich das, okay. Ja, hast du eine Fackel? Ich nicht. Ich habe zwei Fackeln. Super, ist ja wie bei Conan. Ja. Ja, dann bist du die, bist du Gandalf von Osram und ich laufe hinterher. Ja, wir wollen tatsächlich da direkt in die Ecke. Hä? Follow me. Wir wollen zum Steinhaufen-Gipfel. Und mit etwas Glück treffen wir da auch einen Marienkäfer. Also beim Kunstwerk hier geradeaus waren wir ja letztes Mal oder vorletztes Mal oder übervorletztes Mal. Ach, da sind auch Kleeblätter. So, Sprig brauchst du, hast du gesagt? Ja, ich hab schon alles, was ich brauche. Ach so. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass das Giftgebiet ist. Aber ich meine nicht. Hast du deine Gasmaske nicht dabei? Nee. Also ich könnte einfach reinmarschieren. Ich habe meine dabei. Ah, hier irgendwo sind Science-Punkte. Das ist Science. Oh, Vorsicht, da ist eine Wolfsspinne. Mhm. Dann ist ja gut, dass die Sonne untergeht, dass sie schläft, dieses Scheißvieh. Ist sie nicht nachtaktiv? Ja, aber irgendwie anders als die anderen Spinnen. Kommen wir da hoch oder müssen wir was bauen? Ach, komm hoch. Super. Ist da hochgesprungen? Jo. Hm. Ich dachte hier, das wäre dieser Stone Summit. Kann auch sein, dass das da drüben ist. Da, wo der Rabe guckt. Oh, hier kommen wir nicht weiter. Nee, hier ist noch Under Construction. Ja, vielleicht hier ist es auch der Haufen da. Wir wollen jetzt zum... Was sind das für Geräusche? Keine Ahnung. Brrr. Hä? Klingt nach Tauben. Ja, ist... Sind da Tauben drin? Hm. Oh mein Gott, hier ist ein Marienkäfer! Oh. Ein Marienkäfer! Nimm mal deine Pfeile. Halt die Schnauze, du Vogel. Wir wollen ihn nur von seinem Leid
befreien. Ja, der arme Kerl ist hier vollkommen festgebackt. Ein Bug, der festgebackt ist. Da drunter ist auch noch einer. Juhu, ich habe zwei Marienkäferbrocken. Cool, aber kein Dings, ne? Nee, aber da drunter ist noch einer. Wie, da drunter ist noch einer? Ja, da ist ein Schlitz und da ist noch einer. Ja, und da unten ist auch direkt die Wolfsspinne. Ah. Kommen wir vielleicht von hinten ran? Dass wir den rauslocken, dass wir den so rauslocken können? Das könnte man versuchen. Ich springe hier mal runter, sachte. 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 Also ich sehe da nur eine Wolfsspinne. Nee, die ist zwischen den Steinen. Hier sehe ich sie noch bewegen. Gut, dann bin ich hier falsch. Vielleicht ist auch der Steinhaufengipfel das da vorne und nicht das hier oben. Ich komm mal zu dir. Ah nee, hier ist nur ein Rüsselkäfer. Ja, hier ist nämlich auch abgesperrt, das Gebiet. Vielleicht ist das hier auch der Steinhaufengipfel. Also, wenn man da jetzt hochklettert, weil es so aus wie ein Steinhaufen. Dann. Und war da ein Wegmarker hin. Dann. Also, haben wir einen Auftrag von Börgel erfüllt. Ja! Und dann gibt es Science! Das ist Science? Oh. Komm nicht hoch. Ach doch, hier komme ich hoch. Ganz easy peasy. Wie, oder auch nicht. Hm. Egal. Ja. Das war das, was ich für heute geplant hatte. Können wir hier eine Pause machen? Ja, Folge beendet. Zack, fertig. Der ist besser. Wir könnten natürlich mal wieder zu Börgel gehen und uns doch mal neue Aufträge holen, ne? Ja, ich muss erstmal zu dir kommen irgendwie. Ist da Wasser? Ja, da ist Wasser. Ist ja kalt, ne? Also angenehm ist es, glaube ich, nicht. Kalt. Kaltes, trübes, kaltes, trübes Wasser. Ja, toller Popsong. Dann ab zur Eiche. Ich will nicht durchs Wasser, ich bin empfindlich. Oh, da ist ein Wassertropfen. Oh, der ist weg. Ich hab Durst. Dann trink was. Hab ich voll, sind die Wassertropfen weg, du Scheißteil. Wir haben einen Marienkäfer getötet, aber wir brauchen Marienkäferköpfe. Also schreit Bescheid, wenn ihr einen Marienkäfer seht. Also wir merken uns, ein Marienkäfer klingt in etwa so wie... eine Taube. Genau. Weiß ich gar nicht, wo du lang gelaufen bist. Ach da. Richtung Eiche. Nee, da sind Stinkpflanzen. So, den will ich nicht. Die habe ich gerade keinen Bock. Bleib nur mal ein paar stehen da. Du bist mein Licht. Ja, ich weiß. So, bin da. Hallo, Haus. Also, wenn du noch was trinken willst, dann geh doch noch mal kurz hoch. Ja, das ist eine gute Idee. Ich weiß, das ist ja auch meine. Pappelepapp. Ich glaube, dann hau ich, ich habe nämlich noch unterwegs ein, zwei Viecher getötet. Hm. Ein Tautropfen ist ja noch für dich da. Super. Am nächsten Morgen kommen ja gleich wieder neue. Ich meine, ich hätte welche noch dabei, aber die will ich ja aufheben, sparsam. Mhm. Ah, Cappuccino, lecker! So, und ich muss, glaube ich, nochmal... Ich glaube, ich trenne mich mal ein bisschen von meinen Waffen. Ein bisschen weniger Pfeile wäre ganz gut.
Und vielleicht lasse ich mal ein Speer zu Hause. Dann habe ich nur noch drei. Und die Marienkäferparts, die brauche ich auch nicht. Ja, die kannst du gut zu Hause. Dann habe ich wieder ein, zwei Slots frei. Halleluja. Ja, immer wichtig, immer wichtig. Ja, können. Ach, da wird mir noch immer ein Dings angeboten. Oh, ich glaube, hier rennen wir eventuell einer Radnetzspinne ins Weg. Ja, da. Loch. Was denn? Loch? Graben. Whatever. Waren wir da mal drin, ne? Doch, da war. Wollen wir da runter gehen? Also jetzt im Dunkeln nicht, weil ich sehe da nichts. Na gut, kann man machen. Also, ich glaube, hier ist nichts Besonderes. Hier sind Pilze, ein bisschen Sap. Ich glaube, ich bin hier schon mal durchgelaufen. Jop, das war's. Ja, hätte ja sein können. Dass hier vielleicht irgendwas Tolles ist. Genau, was ich eigentlich sagen wollte, mir wird immer noch da dieser doofe Rucksack angezeigt vom letzten Mal. Wobei, ich finde es ja eigentlich schön, dass die einem so lange angezeigt werden. Ja, was war damit? Der war buggy oder so, ne? Hm? Der war buggy oder was? Nö, wir haben den einfach nicht komplett ausgeleert, als wir das letzte Mal... Ach so. Oh, oh. Als wir das letzte Mal, als wir im Eichen, im Heckenlabor waren. Hm. Da sind wir ja das ein oder andere Mal gestorben. Das ist krass. Oh, oh, Achtung! Spinne! Zappt. Vielleicht nehme ich noch ein bisschen Sap, wenn wir schon mal an der Eiche sind. Ja, kann man Sap noch gebrauchen, ja? Sap kann man immer gebrauchen. Oh, hier ist. Oder Tropfen runter. Hm? Bist du hin? Zur Eiche hoch? Nee, ich habe hier gerade einen Wassertropfen runtergeschlagen, aber ich habe hier nicht gesehen, wo der hingeflogen ist. No water filtration tablets needed. Und noch so ein Sprössling. Ach nee, Läuse. Oh, hier kommt ein Tropfen. Tropf, 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 Tropf. Aber ich habe jetzt erstmal genug. Okay. Brauchen wir noch Nussschalen? Ja, können wir mitnehmen. Ich dachte mir auch so, Frage ist eigentlich doof. Wir können die immer. Siehst du, ich lasse meine Schaufel lieber, falls so ein dämlicher Wurm hier vorbeikommt, weil den können wir dann dingsen. Konservieren. Oh, die Ameisen beobachten uns. Nein, Nussschale! Ja, wo sind die ganzen Schalen? Hier ist eine. Ich hab die ganze diese scheiß Eicheldinger. Eichelschale und keine Nuss. Ich weiß es. Ja, ist die Eichel eigentlich Nuss? Hier ist auf jeden Fall noch eine Eichel. Und Sepp. Und ja, ganz viel Spaß. Von den Eichelbrocken. Ja, es reicht mir, wenn ich 10 mit mir rumschleppe. Wobei wäre natürlich nicht schlecht, sich wieder einen kleinen Vorrat anzulegen. Die kann man nämlich super immer mitnehmen. Also ja. Ich habe Eichelbrocken sehr gerne als Wegzehrung, weil die auch nicht schlecht werden. Pilze auch nicht. Pilze auch nicht. Schön für die Pilze. Doch immer so ein Sepp-Brocken irgendwo da. Das Einzige, was mir nur nervt, sind diese Top-Dinger. Die fliegen nicht weit genug weg. Die muss man immer aufheben, dann kommt man erst, an die Eichelbrocken, weil manchmal liegen da 3, 4 ja. Direkt runter. Oh, bist du schnell. Oh, ich hab auch noch.
auf zum Labor. Oh, hier ist nochmal Saft. Hey, Birgel! Vielleicht können wir ja auch wieder mal was von ihm kaufen im Schema. Das wäre cool. Birgeli, Birgelu, Birgelhopsasu. Hallo! It is nice to see a friendly face around here. The processing speed increased 0.00000000003%. Is there anything else I can help you with? 3 gold quests arrive each day. Und? Gibt's Quests? Was? Also wir haben hier kaltes Blut, haben wir noch, und Kundschafter abgebrochen Eichenast und Rechenstein Anhöhe. Ich nehme sie einfach nochmal. Kannst du mal gleich zu mir kommen? Ja. Wir könnten uns ein Scanner-Update kaufen. Was ist das? Was bringt das? Eine Verbesserung des Scanner-Moduls, das es ihm ermöglicht, andere Scabs in der Nähe aufzuspüren, die nicht mit Menschen verbunden sind. Aha. Trainierte Lungen. Können wir uns aber noch nicht leisten. Oh, man kann Seilrutschen bauen. Geil. Aber dafür brauchen wir 10.000 Science. Ja, dann müssen wir sparen. Ja, wir haben erst 4.800. Da müsste man immer Science grinden. Ist echt die Frage, wollen wir uns trotzdem erst schon mal das Scanner-Update gönnen? Ich gehe nie nach dem Scanner. Okay. Also ich weiß nicht, ob sich ansonsten das lohnt. Können wir auch noch befestigte Basen, das können wir uns auch noch nicht leisten, aber da kann man dann stabile Wand bauen, ein Palisadentor, stabile Wand mit Fenster, Palisade, ja. Die werden dann etwas stabiler als das, was wir haben. Mhm. Deine Fackel leuchtet die ganze Zeit, obwohl sie gar nicht leuchten müsste. Oh, danke. So. Achso, ich sollte. Da ist ein Marienkäfer. Toll, wie kommen wir an den dran? Man kann hier rausspringen. Ach, schau einer. Es geht auch nach links unten. Schau einer an. Ja, wollte ich dir mal. Da habe ich auch die Science-Punkte her, falls dir das mal aufgefallen ist, dass wir Science-Punkte Heilo bekommen haben. Ich würde das auf ihn schießen. Komm mal. Ups. Nicht gut. Ups. Please help. Willow! Willow! Achtung, er kommt. Geht wieder weg. Wie viel hast du noch? 16 Sekunden. Er ist ja gleich tot. I was sure that was the end. Bitte. Ich habe einen Marienkäferkopf bekommen. Na, war ja mal Zeit, ey. Ne, was ich sagen wollte, hier unten geht's noch richtig weiter, ne? Also. Lass mal gucken. Ich bin jetzt hier rübergegangen, da waren Science-Punkte. Ich weiß noch nicht, ob man da. Also hier geht's irgendwie tief runter. Da leuchtet auch noch Science-mäßig was. Oh,
Kommt man da wieder hoch? Guck ich gleich. So, das ist Wasser, das sehe ich gar nicht. Da gibt es auf jeden Fall was mit Strom, da will ich nicht lang schwimmen. Oder? Kriegst Kanne gewischt? Okay. Wasser leitet ja nicht. Nö. Alternative Physik. Ja, weil hier oben ist auch noch Höhle. Hättest du mir mal eine Fackel gegeben. Dann komme ich zurück zu dir. Ja, es könnten hier Eier sein. Ich weiß es nicht, was das ist. Sieht so aus wie Alienbau. Light. Burn back the shadows and turn away the inky. Muss nur den Weg nach oben finden. Das war ja mal eine Frage vorhin, ob's. Da schon mal Licht. Ja, anscheinend wohl nicht, ja. Nee, wir sind ja leider nicht bei Conan. Da konnte man klettern. Da musst du wohl zu mir runterkommen. Boah, super. Nur weil du wieder ungeduldig bist und irgendwo hinspringst. Ja. Hey. Hörst du mal auf? Oh, ich habe einen Pfeil gefunden. Lass den liegen. Oh, da ist ja noch ein Pfeil. Man sieht hier voll scheiße. Doch, das sehe ich besser. Nee, das ist scheiße. Ah, vielleicht kommen wir dann hoch da, wo ich hin wollte. Wirklich. Noch ein Marienkäfer. Hallo. Komm an dem vorbei. Wollen wir mal vorbei? Danke. Wir müssen erst eine vernünftige Basis zum... Ah ja, guck mal, da sind wir genau da, wo du hin wolltest. Ah, okay, dann geht das hier einmal runter. Aber von hier könnte man vielleicht dann den Marienkäfer erschießen. Das ist eine hervorragende ID. Lock dir mal an, ich warte hier. Komm her, du! Hast du ein Köpfchen bekommen? Achso, ich habe die Teile genommen, scheiße. Ja, das ist doch egal. Ja, ich wollte es aber nicht nehmen. Nein, habe kein Köpfchen bekommen. Schade. Aber Teile sind ja auch schon mal was. Also, jetzt wissen wir, wo wir Marienkäfer finden. Also, wenn sie hier häufiger auftauchen zumindest. Ja, also hier ist gut. Dann lass mal links weiter runter. Ach nee, das ist eine Ameise. Aber eine Arbeiter, ne? Den Krieger, meine ich. Oh, bei Kriegern sollten wir vorsichtig sein, du. Auch mit Rüstung? Ach so, ich habe keine reine Ameisenrüstung an. Oh. Ja, also mich würden die angreifen. Aber wenn es so zwei sind, könnten wir Glück haben. Erschieß die mal. Don't even need to boil it. Ich trinke erstmal einen Schluck. So, warte mal, wo ist er denn? Kommt der vielleicht hier hoch? Hallo? Arschkrampe. Ach, Mist, das war der Fußboden. Jetzt habe ich ihn. Kannst du auch echt scheiße hier treffen? Lauf nicht weg! Oh. Wir müssen hier nochmal her, wenn ich auch eine Ameisenrüstung komplett anhabe. Ich habe ja andere Schulterpolsterung. Nachtsichtgerät könnte ich gebrauchen. Scheiße. Das könnte schlecht sein. Nimmst du mir das übel mit dem Pfeilen? Ja.
Soll ich zu dir runterkommen? Ja. Na, tot. Oh nee, ich lebe noch. Jetzt bin ich tot. Ich war überrascht. Ja, ich krieg's mit den Blocken nicht hin. Darum. Na, ich auch nicht. Also einer habe ich getötet. Komplette Ameisenrüstung, weil dann können wir einfach in die Ameisenrüstung da runtergehen. Ich hatte, glaube ich, mal eine zweite einfach mitgebracht. Hier ist ein Helm. Ja, Helm habe ich auch. Hier ist noch ein Schulterschoner. Ich bräuchte nur noch Knieschoner. Mein Reservespeer. Och, eine Fackel. Es sind ganz viele Fackeln, die fast aufgebraucht sind. Hier ist auch noch eine ganze Fackel drin, falls du willst. Ja, habe ich eine ganze. That should keep me safe. Safer. Aber ich brauche Knieschoner. Ja, die brauche ich auch. Die müssen wir uns neu machen. Hast du schon genug Parts dabei? Nein, ich wollte erst mal gucken, was ich brauche. Also ich brauche 6 Ameisenbrocken. 2x geflochtene Faser und 4x milden Pads. Also insgesamt 12 Ameisenbrocken, 4 geflochtene Faser und 8 milden Pads. Ich glaube, das milden Pads wäre mal ein Problem. Das haben wir zu Dings verarbeitet, ne? Da haben wir ein Stück von. Einen nur noch? Oh, wir haben zu viele Pfeile gemacht. Geflochtener Mist wird auch kein Problem, da habe ich auch, aber wir haben keinen Milbenpilz, Kram mehr. Ameisenpart sehe ich gerade, haben wir auch nicht mehr so super viele. Ich habe welche genommen. Achso. Dann müssen wir wohl jetzt erstmal Milben abhauen gehen. Was? Ja, können wir machen, du. Aber er hält Platz im. In meinen Slot-Bereich. Weißt du noch, wo welche waren? Ich glaube. Ist schon wieder unten. Ach ne, wir sind nicht losgerannt. Hm. Nehmen jetzt auch nicht so viel Zeug mit. Mhm. Weil für Milben brauchen wir ja Gott sei Dank nicht ganz viel. Nee, ich habe alles dabei, was ich bauen, zum Bauen brauche. Weißt du noch, wo dieser scheiß Wassereimer war? Wassereimer sag ich schon, Farbeimer. Nee, aber ich weiß, wo der umgestürzte Baumstamm ist. Und da waren welche? Ich meinte, da waren eine ganze Menge, ja. Ja, dann lauf mal vor. Moment, ich muss mich orientieren. Da. Und wenn wir wiederkommen, machen wir die ganzen Ameisen platt, die bei uns hier um die Basis sind. Dann haben wir... Da haben wir wieder genug Ameisenparts. Ja. Wir könnten auch unsere Falle kontrollieren. Ja, das Problem ist, die leichten Teile lösen sich ja irgendwann wieder auf. Ja, okay. Das heißt, man müsste mal so eine halbe Stunde bei der Falle stehen bleiben. Da sterben definitiv welche dran, aber... Boah, die Scheißfeder, wo kommt die näher? Vom Vogel. Hallo, Ameisen. Also ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht irre, was die Milben angeht. Ich meine, da waren welche. Pass auf, dann treffen wir dort einen Marienkäfer. Erst finden wir folgenlang kein Marienkäfer getroffen und dann überrennen sie uns. Ja. Die hängen alle bei Burgle ab. Burgle, der Marienkäferfreund. Der Marienkäferflüsterer. Ja, ich sehe schon die ersten Milben. Ja, hier sind Milben. Ah, die kommen runter schon.
es krabbelt noch weiter da oben. Hallo? Ja, die kommen ja komm schon runter. Komm her. Na los, komm her. Woo! Wo sind wir denn hier? Wer von euch? Da. Da hast du einen Sepp wieder. Hier ist Sepp. Es krabbelt da oben noch. Also irgendwie gucken wir mal, dass wir auf die andere Seite kommen. Und ich schätze mal, dieser, das ist der abgebrochene Eichenast. Mhm. Oh, hier sind noch Milben. Komm ich da hoch? Nee, schade. Springen so ein bisschen wie ein Facehacker. Mhm. Oder die Dinger bei Half-Life, die sind ja so ähnlich, aber die fallen mir gerade nicht ein, wie die heißen. Stimmt, die ist unsere Falle. Ach ja. Die wir noch nicht fertig gebaut haben. Stimmt. Upsi schwupsi. Wir sind alle da oben, ich will da hoch. Ja, ich auch. Lass mal eine Leiter oder eine Treppe bauen. Zum Milbenparadies. Du hast ja dein Werkzeug mit, ne? Nee, bin ja tot gegangen, du. Du hast gesagt, du hast alles mit, was du zum Bauen brauchst, oder? Nein, für unsere Bananenrüstung wollte ich schon sagen, Ameisenrüstung. Naja, wir brauchen 2 Kiesel, 3 Sprösslinge und eine geflochtene Faser für... Baue ich mir nochmal schnell Steinaxt, meine Güte. Weil ich nur Kiesel finden. Kiesel. So sind hier keine Kiesel. Die mich verarschen auch? Da ist ein Kiesel. Hast du welche gefunden? Ja. Auch welche. Ah. Und Milbe. Ah, ich glaube, da geht's hoch. Ja, da brauchen wir nicht mehr einen Aufgang. Oder auch nicht. Okay. Brauchen wir doch, wir bauen jetzt ein. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser abgebrochene Eichenast auch das ist, wo wir sowieso was aufstellen sollen. Von daher... Ich nehme mal ein paar Kleeblätter mit. Mal ein paar Pflanzenfasern. Aber wir brauchen doch ein, zwei Treppen, oder nicht? Ja, wir brauchen auch ein, zwei Treppen. Ich suche schon mal Löwenzahn. Ja, geh schon mal Löwenzahn suchen. Dann bauen wir vielleicht die Treppe auf der anderen Seite, oder? Da, wo wir mal langlaufen. Ja, genau. Dann suchst du Löwenzahn und ich gucke, wo wir die Treppe positionieren. Also ich glaube, ein, zwei Stufen und dann sollte es schon klappen. Ja. Ah, da ist Löwenzahn. Da müssen wir unsere Falle hier mal irgendwann zusammen fertig bauen. Baumfeld. Timo und Pimba oder Pumba. Milbe! Mist. Ein paar Blätter sind oben. Das gibt's doch nicht. Egal. Hast du schon markiert? Ja. Muss ich nur finden. Muss nur zu mir kommen, ich bin direkt da. Ah, Löwenzahn. Klee, Kacke. Also 2 Stämme hängen noch in, über den in wir Gras. Wir brauchen nur 2. Oh, da oben auch noch. Tada! Warte, hier ist gerade eine Milbe runtergesprungen, die will ich töten. Mach mal. Dann bringe ich die noch zur Falle, die wir da hatten. Ich glaube, die braucht auch noch Holz. So. Wo war denn das? Falle? Ja. So. Ach, dieser Scheiß. Bleib hier, du Milbe!
Scheiß Klägeraffe. Ach, ich warte hier. Ich laufe noch nicht auf dem Eichenast ohne dich rum. Ja, warte, ich wollte nochmal die zwei Stämme, die ich habe, nochmal zur Falle tragen. Mach das. Dazu muss ich hier nochmal ein bisschen Gras abhacken. Okay. Oh Gott, ich muss was essen. Ja, ich auch. Oh Gott, ich habe nichts zu essen mit. Nee, ich auch nicht. Ah, ich bin fast verhungert. Wo sind meine Eichenbrocken? Wo sind Pilze? Oh, da ist ein Pilz. Oh, und das ist dummerweise eine dumme Spinne. Ach, kann ich nicht auch die Grashalme tragen? In der Höhle der Spinne hol ich Pilze. Okay. Das ist das, das ist ja ein richtiges Loch. Oh, da gehe ich jetzt aber nicht rein, aber da will ich mal rein. So, warte, warte, ich komme zu dir, ich komme zu dir. Oh, ich könnte Saft trinken, ne? Macht das auch Satz? Keine Ahnung. Einmal, wo haben wir... Ey, ich... Ah, dieser Scheißklee. So, ich muss jetzt erstmal ein paar Pilze futtern. Okay, kann man nicht, das ist... Gab's da noch mehr Pilze? Ich habe sonst noch welche, ich kann dir ein paar geben. Ah, ich sehe hier welche. Ja, die habe ich gerade abgeerntet. Aber ich kann dir 6 Stück geben. Naja, ist okay. Wo bist du denn? Auf dem Ast? Noch nicht. Warte, bleib da. Ich komme. Du kommst. Danke. Bitte. So. Dann wollen wir uns mal hier auf diesem Ast anschauen, weil ich könnte mir vorstellen, dass hier auch der Marker hin soll, weil das sieht aus wie ein abgebrochener Eichenast. Deswegen, ich laufe den hier einfach mal komplett runter. Na, könnte aber hier auch so dieses... Ja, davon gehe ich aus, aber ich will es nicht aus Versehen übersehen. Oh, hier ist ein Tautropfen. Ich höre was, hier ist bestimmt irgendwo eine Melbourne. Du guckst da, dann gucke ich mir den anderen an. Ja. Bestimmt an irgendeinem Endpunkt hier. Hm. Das ist ja nicht so einfach. Das ist ein Halloween. Ah, ja, ich habe ihn gefunden. Okay. Gott. Nein, mir fehlen 2 Sprösslinge. Hast du Sprösslinge? Ich glaube, ich habe was gesammelt. Wo bist du denn wieder? Oben. Rechts. Ah. Ja. Habe ich dabei. Super, warte. Dann gehe ich hier mal hin, dass du an mir vorbeikommst. Oh, das war ein Saft. Oh yeah. Mission complete. Wir haben jetzt dafür 100 Science-Punkte bekommen. Mehr kriegen wir nicht. Ganz schön lausig. Ja. Wie soll man denn da sich was leisten können, wenn man nur so wenig Science kriegt? Ja, die wollen bestimmt, dass man täglich sich einloggt und dann alles abläuft. Mhm. Da habe ich aber keinen Bock zu. Sind hier noch ein paar Möbeln? Die haben wir, glaube ich, alle gekillt, ne? Ja, ich glaube auch. Scheißviecher. Und dann können wir nach Hause gehen, unsere Ameisenrüstung fertig bauen und unsere Sachen. Ja. Ist das ein Hin- und Hergerenne? Mann, Mann, Mann. Ja, so ist das. Wenn man stirbt. Hm. Ich bin ja auch runtergerutscht, war ja auch mein Fehler. Du hast versucht, heroisch mich zu retten. Ja, in einer selbstmörderischen Aktion. Ja. Aber dann sind wir beide gleich voll in Ameisenrüstung und dann werden die ja hoffentlich nichts mehr gegen uns haben. Außer wir reizen sie wieder. Ja, aber das werden wir dann dieses Mal nicht tun. Mit ein bisschen Glück ist dann noch die eine Kämpferameise, die ich getötet habe, da. Wir kriegen vielleicht noch ein paar von ihren Zangen. Wäre auch ganz geil, ne? Mhm.
Können auch dann theoretisch die andere dann töten, wenn wir ausgerüstet sind. Die andere Ameise können wir dann theoretisch dann töten, wenn wir ausgerüstet sind. Hängt davon ab, wie viele da noch sind. Ja, wir können ja erstmal Luki Luki machen. Das wollte ich gerade sagen. Ja, kann ich den haben? Danke. Ich hoffe nur, dass wir jetzt noch genügend Ameisenparts haben. Heinrich hat gerade der Ameise das Rüsselkäferfleisch geklaut. Du bist ja frech. Die Ameise hat das Vieh getötet und ich habe mir das Fleisch geschnappt. Ach nee, du hast ja gesagt, dass du Ameisenparts dir geschnappt hast. Richtig, weil ich hatte irgendwie gedacht, dass man es vielleicht to go. Oh, ihr seid zu viele Ameisen hier. Das geht mir so auf den Sack. Ich dachte mir, dass man das vielleicht so unterwegs zusammen bauen kann. Nee, das müssen wir leider tatsächlich an der Werkbank machen, glaube ich. Ja, dann gib her. Ah, das hatte ich auch schon. Ach, gib mir alles. Ich nehme erstmal alles und baue, was ich kann. So, sieht ja aus hier. Jetzt haben wir, glaube ich, mehr Zeug gesammelt, als wir brauchen. Knieschoner waren es, ne? Mhm. Okay, habe ich hergestellt. Einmal fallen lassen. Und einmal tragen. So, dann heißt es wieder Zeug loswerden. Das Kackfleisch aufhängen. Gesundheit. Gesundheit. Oh, das Baby hat mich angesteckt. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es vielleicht diese Folge noch. Ja, ich will noch kurz Platz machen, ja. So, wir können los. Okay. Wo bist du? Da. Auf zu Burgel. Gute Abkürzung. Hui. Ja, finde ich auch. Spinne? Ja. Ich hätte gerne eine Kettensäge wie bei Evil Dead. Hm. Und eine Schrotflinte. Da könnte man auch die ganzen Grashalme einfach wegsägen. Hm. Viel besser als mit so einer Kackaxt. Oh, da war auch eine Spinne. Ja, denk daran, die Arschlochspinnen sind wieder da, ne? Ja. Deswegen laufe ich hier oben lang. Oh, das Blatt ist aber ganz schön kaputt. Es hat ganz schön Lochfraß. Cool, dass es aber solche Blätter gibt. So. Auf ein neues, würde ich sagen. Ja, diesmal bloß blind, fällt mir gerade ein. Aha. Nee, ich habe ja eine Fackel. Ich habe die kaputten Fackeln, die schon fast aufgebraucht sind, mitgenommen. Kannst du ja noch hier rausschmeißen. So, jetzt müssten die ja nichts mehr gegen uns haben, ne? Hallo! Hallo, wir sind befreundet mit dir, euch. Wir haben euch lieb. Und ich bin voll.
Irgendwas ist da noch drin. Fuck. Den Ameisenkopf, den kann ich nicht hier lassen. Ich habe hier noch ganz viel Essen und so. Ja, wir haben ich habe jetzt eine komplette Rüstung doppelt, ne? Ja, ich auch. Na gut, das Fleisch geht jetzt hier kaputt. Hier sind noch Marienkäferparts. Oh, wieso könnte ich jetzt meinen Bag nicht mehr nehmen? Da war ein Marienkäferkopf drin. Ich kann nichts nehmen. Inventar voll? Nein, ich kann gar nichts machen. Warte, jetzt hat er was genommen. Geh mal aus dem Licht. So. Lag hier so. Ein Scap Beam. Wollte ein bisschen was fallen lassen, damit ich Platz habe. Ah, komm, ich lass hier auch eine Axt fallen und theoretisch habe ich Platz, sobald mir hier ein paar meiner Fackeln mal aufgebraucht sind. Ja, aber passt schon. So. Ich würde es halt nur gerne weghaben. Damit es mir nicht angezeigt wird, aber gut. Ey, du Sack. Hier, ich gebe dir was zu essen. Ja, das würde ich gerne auch machen, aber es passt leider bei mir nicht. Wo ich kann das jetzt. Da müsste ich alles rausschmeißen, wieder aufheben und. Ah! Mist. Ja, ich weiß, du stehst auf Eichelbrocken, Ameise. Echt? Hier gibt's noch mehr. Wir füttern die hier richtig. Alter, Ameise! So, die Eichelschalen nehme ich hier nochmal mit. Ach, die nimmst du mit? Super. Dann brauche ich sie nicht mitnehmen. So, jetzt kann ich nichts mehr tragen. Hier sind noch Eichelschalen. Genau. Ja, ich. Achso, ist noch was im Rucksack? Ja, Mist. Warte mal, dann schmeiße ich mal die Schaufel raus. Die hole ich mir aber gleich wieder. Dann nehme ich da einen von denen Mist. Schmeiß den raus. Nehme ich mir das Ding, was ich warum auch immer gesammelt habe. Schmeiß ich wieder raus. So, wo ist jetzt meine Schaufel? Hier ist nur eine Axt. Eine Axt habe ich auch rausgeschmissen. Hier ist ein Helm. Ja, den habe ich rausgeschmissen. Der ist außerdem schon fast im Arsch. Hier ist die Schaufel. Ah, da hinten in der Ecke ist sie gelandet. Ich will kein Eichelmist, ich will meine Schaufel. So. Lass mal erstmal hier weiterlaufen. Hast du mich erschreckt, Ameise? Ja, wir füttern dich, Bruder. Wir sind nett. Ja, du wirst. Wir wollen euch nichts Böses, wir haben uns extra getarnt. Aha. Das sieht ja cool aus. Aha. Wir brauchen tatsächlich rein theoretisch noch Ameiseneier, ne? Ja, ja. Das. Aber ich bin voll. Ich weiß auch, aber wenn dann wissen. Ich meine, wir könnten natürlich auch Ameiseneier einfach beim Ameisenhaufen holen, der bei uns ist. So, hier oben ist nichts mehr. So, sag mal, kann es sein, dass wir sogar im Ameisenhaufen sind? Ja, wahrscheinlich. Don't even need to boil it. Mal gucken, wo wir rauskommen. Oh. Aber bisher sind ja keine Eier hier gewesen, nur Kriegerameisen. Oh. Ich meine, hätten wir uns vielleicht nicht so doof angestellt, hätten wir vielleicht sogar ein, zwei Kriegerameisen töten können. Ja. Und dann hätten jetzt Kriegerameisenparts und wären jetzt voll die coolsten. Ja. Vielleicht ist das ja auch hier der Abandoned Antel. Ist ja schon wieder dunkel draußen. Oh. Ah, okay. Wir sind am Baum. Hier ist was zu trinken. Brauchst du? Ach ja. At least it's okay. Clean. Dann würde ich sagen, bringen wir unsere Sachen nach Hause und das war's dann. Ja, für heute war's dann.
Hier war man, glaube ich, auch nicht ganz runtergegangen bisher, ne? Wir haben jetzt die Ameisen gefüttert. Sind wir ganz schön nett, ne? Ja, finde ich auch. Aber ich bin auch ratzepatzvoll, ich muss irgendwie... Ja, ich auch. Deswegen ja auch der Vorschlag, dass wir nach Hause gehen, weil... warte mal, hier war hier nicht noch irgendwo ein Dings, ein Analyse-Dings? Weil ich kann auch den Marienkäferkopf analysieren. Ja, vielleicht laufen. Ja, links ist noch eine Forschungsstation. Oh, da ist unsere Basis, unsere alte. Ja, wenn wir in die Richtung weiterlaufen, kommen wir zu einer Forschungsstation. Nein. Mensch, war das erfolgreich. Wir haben drei Ausrufungszeichen Marienkäfer gekillt. Wir haben ein, Hey! Ist in dem Behälter. Ja. Bonbon-Behälter kämpfen mit zwei Ameisen und so ein Rüsselkäfer gegeneinander. Da ist noch Müll von mir drin. Ist ja noch witzig. Hier ist auch ein Rüsselkäfer. Pilze? Ja, ich kann keinen nehmen. Ich brauche keinen töten. Ich bin auch voll. Ich bin ja sehr sozial. Wanddeko! Juhu! Neue Wanddeko! Ja, aber vor allem können wir jetzt, glaube ich, endlich mal eine bessere Axt bauen. Ja! Endlich! Mit der Axt kriegen wir dann die Rabenfeder kaputt? Ja! Weil die nerven, diese Scheißfedern von den Raben. Ja! Whee! Nächstes Mal töten wir erstmal die Ameisen bei uns in der Bars. Die gehen ja alle auf den Sack. Ja, Mission complete. Ja. Ich würde dann sagen, wenn die Folge euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Like, einen Kommentar. Oder, wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Abo. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.